Ja, hallo YouTube, liebe Messerfreunde. Bei meiner letzten Messerbestandsaufnahme, bei dem Video, habe ich ja hier dieses Messer vorgestellt, was ich von meinem Vater geerbt habe. Und ich war einmal der Meinung, das ist ein Spartan. Und dann hat mich aber der liebe Dirk vom Kanal Kneifels Kneif, ich weiß nicht, den Kanalnamen, den kann ich immer nicht so richtig aussprechen, ich hoffe, das stimmt so halbwegs. Jedenfalls, der Dirk hat ja dann gemeint, nein, das ist kein Spartan, sondern ein Climber. Dann habe ich nochmal richtig geguckt, dann ist mir aber aufgefallen, dass es auch kein Climber sein kann. Es ist sozusagen ein Spartan mit zusätzlicher Schere. Und ja, dann habe ich mich auf die Suche gemacht und es war also gar nicht so einfach. Es hat also einige Zeit gedauert, bis ich im Internet fündig geworden bin. Ja, und das wollte ich euch einfach mal zeigen, weil dieses Modell oder auch dieser Name, der Name des Modells, der war mir völlig unbekannt. Ich bin im Internet dann auf eine Seite gestoßen, wo es ein PDF-Dokument gibt. Das habe ich hier mal hingelegt. Und da gibt es hier ein Modell, das heißt wohl The President. Und wie ihr seht, so verstehe ich das jedenfalls hier bei meinen Englischkenntnissen, dass es wohl dieses Modell wohl nur individuell zu irgendwelchen Präsentboxen, Geschenkboxen gab. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, weil mein Vater war in einer großen Firma angestellt, hatte damit Werkzeug Einkauf zu tun und ich kann mir vorstellen, dass er da auch so das ein oder andere Präsent bekommen hat, geschenkt bekommen hat. Und wenn man jetzt diese Zeichnung mal hier mit dem Messer hier vergleicht, das kommt dann schon eins zu eins hin. Hier Kapselheber, Dosenöffner, große Klinge, kleine Klinge, Korkenzieher, Ahle, Schere. Dann würde ich sagen, handelt es sich hier um dieses Modell mit dem Namen The President, ne? Übrigens hier die Schere auch noch ohne. Die neuen Modelle haben hier so eine Führungsnut, damit die Feder hier besser in Position gehalten werden kann und nicht rausrutschen kann. Das hat dieses Modell also auch noch nicht. Natürlich hier auch Zahnstocher und Pinzette. Noch eine kleine Besonderheit ist, dass die älteren Modelle bei Victorinox, aber das werdet ihr selber wissen, wohl hier diesen etwas merkwürdig aussehenden Korkenzieher haben, mit so einer, auch mit so einer Nut da drin. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche fertigungstechnischen Gründe hatte, keine Ahnung. Naja, jedenfalls, ja, das hat mich so ein bisschen gewundert, das Modell hier, The President, sozusagen ein, ja, Spartan mit Schere, wenn man so will. Ja, wenn ich den Link finde, dann werde ich den Link zu dieser, zu diesen PDF-Dokumenten mal in die Videobeschreibung mit einfügen. So, das soll schon gewesen sein. Nur kleiner Hinweis hier auf dieses wunderschöne Victorinox-Messer. Ich wünsche euch was. Moin!